Also, der Wunsch kam aus euren Reihen, dass wir mehr kompaktes Training anbieten. Na, dann machen wir das, mir doch egal. Ich kann zwar jetzt schon nicht mehr, aber könnt ihr mal wieder ein bisschen über mich lachen. Ich werde heute nicht so viel erzählen. So, wir machen Intervall. Wir brauchen Hanteln oder Wasserflaschen gefüllt mit Wasser, Handtuch, Matte, gute Laune und ein bisschen Ehrgeiz. Willst du mal so sagen, wie das Intervall aussieht heute? Nö, dann lasst euch mal überraschen. Wir machen alles mal so ein bisschen rundum. Aber eins kann ich euch sagen, wir machen ein kurzes Warm-up vorneweg und starten dann direkt los mit dem Intervalltraining, ja? Männer-Warm-up. Ich mach's heute mal nicht, damit wir nicht immer dieselben Schritte ohne machen. Ohne Schritte heute diesmal. Ja, ist mal was hier für die Kerle. Also, los geht's. In diesem Sinne, viel Spaß. Und los geht's. In 4, 3, Warm-up, Schulterkreisen, let's go. Heute stehe ich mal vorne und drehe ein bisschen weiter hinter, aber gleich gehe ich weiter nach hinten. Ellbogen dazu. Ja, heute Intervalltraining, dementsprechend auch so ein kleines anderes Warm-up, lange Arme. Jetzt gehe ich auch mal nach hinten, sonst bin ich nicht im Bild. Andrea, alles gut. Hast du dir alles zurechtgelegt? Ja, ja. 4, 3, 2, 1, Arme hoch und tief. Um einfach alles vorzubereiten auf das, was heute kommt. Es ist ein bisschen zügiger, ich weiß. Noch 4, 4, 3, wir werden gleich wieder langsamer. 2, Achtung, Arme öffnen, schließen, los geht's. Öffnen. Da spielt die Geschwindigkeit noch keine Rolle. Nachher versuchen wir wirklich mit dem Takt zu arbeiten. Aber jetzt hier öffnen und schließen. Okay, Oberkörper abrollen. Einmal ganz runter. Im Rahmen deiner Möglichkeiten und wieder aufrollen. Ja, muss nicht meine Geschwindigkeit sein, das ist vollkommen egal. Ja. Komm mal hoch. Noch zweimal, let's go. Und wir sind jetzt die gesamte Wirbelsäule. Noch einmal. Marschier auf rechts. Okay, mach mal side to side. Bam. Ich habe zwar gesagt ohne Schritte, aber hier können wir ganz entspannt in Lekör reingehen, um die Kniegelenke darauf vorzubereiten, auf das, was kommt. Zieh die Ferse ganz zum Gesäß, nimm die Arme mit. Bizeps Curl, let's go. Ah ne, hier, zack. Und Andrea, bringt dich durcheinander? Dich bringt nichts durcheinander, das ist das Schöne. 4, 3, 2 und geh weiter mit Kniebeuge. Stopp, los geht's. Tief. Und hoch. Tief, geh so tief, wie das für dich möglich ist. Oberkörper aufrecht. So aufrecht wie möglich. Zehenspitzen leicht nach außen, Knie folgen den Zehenspitzen. Ein bisschen schneller. Tief. Muss nicht im Takt der Musik sein. Alles easy. Ja, versuche wirklich so tief wie möglich für dich runterzugehen. Letzten zwei. Achtung, Ausfallschritt nach hinten, los geht's. Rück, tief. Hoch, ran. Rück, tief, hoch, ran. Rück, tief, hoch, ran. Rück, tief, hoch, ran. Rück, tief, hoch und ran. Kurzes Warm-up. Andrea übernimmt. Ja? Ja, alles klar. So, Ausfallschritt nach vorne. War das vielleicht auf eins? Los geht's. So, achtet drauf, wie eben, dass das hintere Bein mit anwinkeln, ja? Nicht nur einfach so ein bisschen mit den Fußspitzen nach vorne. Komm. Danke. Ist anspruchsvoll von der Geschwindigkeit, Leute, muss ich sagen. Aber machbar, ja? Achtung. Wir bleiben hier in dem Sport. Außen wie und halten. Andrea, wenn du hältst, mach uns die Musik ein bisschen lauter. Ja. Wir wiederholen das jetzt. Dann hört ihr auch was. Ausfallschritt. Ha. Manchmal muss man auch einfach improvisieren. Ja?
sofort. Geht das so anstrengend, oder? Ich wollte schon mal sagen. Sag ruhig. Ist nicht schöner? Ausfallschritt. Nach vor.
ja sagen. Es dauert 30 Sekunden Arbeiten und 15 Sekunden individuelle Pause. Nur, dass ihr mal eine Vorstellung habt, wie lange es ungefähr dauert. Lahm, super, rechte Bein. Und dann nehmen wir mal das Knie mit hoch. Natürlich, alles andere wäre ja zu einfach. So, gleich geht's auf dem anderen Bein weiter. Ah ja. Kick Lahm. Und jeder Block in sich. Nur mal so eine Randinformation, dauert knapp 3 Minuten. Falls auch ich dich gefragt habe, wie lange dauert es noch? 30, 15, 4 Runden, brauchen wir 3 Minuten. Kann er den anderen oder anderen gut wissen? Linke Bein, nach! Und wir nehmen sich die wieder mit hoch. Natürlich, Andrea. Mensch, was ist das für eine Frage? Okay, nochmal. Kick Lunge. Andere Seite. Hätte ich wohl mehr sagen können. Huha! Das stimmt diesmal. Andere Bein, Kick Lunge. Hast du dir was Schönes ausgedacht, Andrea? Ja. Also marschieren. Ich habe gesagt, individuell hier. 3, 2, 1, marschieren. Auf die Matte. Auf die Matte. High Plank. Oder ohne Matte. Muss man aber nicht machen. So. So. Hände unter der Schulter. Halten, halten, halten. Nur halten. Erstmal nur halten. Auch okay. Wir haben ja 4 Sätze. Ja, sehr gut. 30 Sekunden halten, 15 Sekunden Pause. Das Schöne ist, in diesem Block machen wir wirklich Pause, also da, wo wir nichts machen. Grundmuskulatur, Bauch fest. Gleich vorbei, Achtung. Pause in 4, 3, 2, 1 und Stopp. Oder so. Wir können ja auch mal eine Pause machen, weil da kommen ja noch einige Blöcke. 15 Sekunden sind nicht so lang, geht weiter in 4. 3, High Plank Position. 2, 1, nochmal halten, Andrea. Ja, erstmal halten und jetzt die Beine öffnen, schließen. Auf, schließen, schließen. Oder willst du es noch anstrengender? Mag ich nicht. Wie du möchtest. Ich gebe meine Variante. Bauch fest. Steigen, steigen oder springen, wie du magst. Egal. Jetzt zeige ich mal die schwierigere Variante. 4, 3, 2, 1, Stopp. Warum soll man nicht auch mal eine Pause machen? Wir kommen nochmal in den High Plank. Ja, halten oder springen? Halten, aber 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, Stopp. Oder so, ja? Oder nur Stopp wieder zurück. Ein Bein hoch. Wenn du magst, probier es mal aus. Schulterbreiter Stand. Ein Bein heben. Senken. Wenn du magst. Oder Füße zusammenhinken. Ein Bein heben. Ist ein bisschen einfacher. 4, 3, 2, 1 und Stopp. Sehr gut. Handgelenke locker lassen. Letztes Mal, was machen wir? Öffnen, schließen. Halbrecht und die Knie nach vorne holen. Ah, machen wir kleines. Ready? Mit Tempo, wenn ihr wollt.
Kannst du aber auch langsamer. Andrea zeigt euch die schnelle Variante. Aber die Light-Variante. Aber auch, man kann es auch langsamer machen. Müsst ihr nicht so schnell machen, entscheidet selber. 4. Das waren die langen 4. Letzten 4. 4. 3. 2. 1. Zack, stopp. Rückenlage, Kurzhantel. Richtig? Ja. Ja. So. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen höheres Gewicht. Rückenlage. Also Bankdrücken. Wer später einsetzt, muss weniger machen. Daumenkuppe. Achtung, gleich Pause. Oder was auch immer du dir da ausgedacht hast. Anlegen und halten. Nur halten. Vor dem Boden halten, ja, nicht mehr ablegen. Das heißt, hier ist die Brustmuskulatur noch unter Spannung. So. Dann die Arme nach oben strecken, Handflächen zueinander. Und auf, auf, ab, ab. Oder ab, ab, auf, auf. Ja, wo man das nennt. Ist egal. Und da wie du es nennst, ob das klappt. Ob das bewegt sich. Oder wie du es sagtest gerne, ab da ein bisschen die Bewegung. Ja. Großer Winkel, lange Arme, schwieriger. Ja, ich weiß. Wer hat sich denn ausgedacht? Arme nach oben. Arme eng von Ellenbogen am Körper nach unten. Ab, auf, ab, auf, ab, auf. So, die Pause ist gleich eine andere. Wir lassen die Arme hoch und kreuzen die Arme. Was auch immer das heißt. Wirst du schon sehen. Na komm. Die letzten. Bleib oben und kreuze. So, letzte Mal. Die Arme bleiben lang im Wechsel. Rechts, links, nach hinten. Ab, auf, ab. Nochmal. Andrea macht's, weil ich nehme die kleine Kurzhantel, weil es kommt jetzt was in Bauchlage. Ja? Dachte ich. Seitlage. Okay, komm. Untere Arm strecken, obere Arm setzen wir ab und drücken uns mit dem oberen Arm nach unten. Ich, ja, schön. Ah, ja, der Arm, der geht nach vorne natürlich. Ich mach's mal ein bisschen langsamer. Ja, weil ich es dann besser kontrollieren kann. Aber wer schon von euch ein bisschen besser dabei ist, macht es ruhig schneller. Alles okay. So, weiter. Das ist die Pause. Aha. Und dann machen wir die andere an. Dann drehen wir uns zur anderen Seite. Drei. Nee, wir bleiben nochmal hier. Zwei. Ist clever gelöst von dir, muss ich sagen. Ich mach halbes Tempo, ja? Meine Kondi ist zwar noch nicht so, aber arbeitet. Aber du siehst gut dabei aus. Danke. Und du bist nicht wieder liegen bleiben. Nein, das meine ich ernst. Also zumindest habe ich dich so in Erinnerung. Salzfleisch.
Und jetzt machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Ja? Arm, untere Arm ist lang, der obere drückt uns nach oben. Auch gleich. Ja? Ja. Man muss sich ja auch keine Zeit nehmen, um rüber auf die andere Seite zu kommen. Ja, das ist okay. Das ist praktisch eine andere Alternative zu Liegestütz. Trainiert Oberarmrückseite, also Trizeps und Brustmuskulatur. Und Schweiß. Und die Schweißproduktion. Oh. Achtung, wechsel in 4, 3, 2, seid spitz. Hopp. Oder seid plan oder wie auch immer. So, nochmal. Trizeps, los geht's. Hoch, hoch, tief. Das ist meine Geschwindigkeit. Ich komme mit der sehr gut zurecht. Wir können natürlich auch schneller machen. Oh, der Arm, der hilft nicht wirklich mit. Der ist hier frei. Jawohl. Hat das nichts zu tun? Ach, heißt ja nicht, dass es weniger anstrengend ist. Aber danach kommen Bauchlage, oder Andrea? Oh. Stopp! So, in die Bauchlage. Kleines Gewicht nehmen wir mit. Aber erstmal eine Runde ohne Gewicht. Nimm es mit. Beide sind fest. Arme nur halte. Blick Richtung nach unten und die Arme nach vorn strecken. Oberkörper anheben. Unterer Rücken hält uns. Nochmal mit Handel. Und Recken. Drücken mit dem Handrücken gegen die Beine.
damit er mal was gehört hat. Und halten.
Du bist die Chefin. So. Handflächen zueinander. Gewicht nach vorne, Arm zurück und dann einfach rollen, strecken. Oder strecken beugen. Es gibt immer eine Wahl. Nehmt euch das schöne Video noch von uns und wir verabschieden uns.